Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der großen, weiten, schönen Welt. Heute ist der 14. Juni 2021. Das ist natürlich für manche Menschen ein denkwürdiges Datum, weil der ehemalige US-Präsident Donald Trump Geburtstag hat und noch andere Größen dieser Welt ebenso. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, und wir genießen natürlich heute schon wieder unseren Sommertag. Ich habe gerade gehört aus Deutschland, dass dort auch eine wirklich sonnige, wunderbare Atmosphäre herrscht. Und das sollte man auch genießen, möglichst viel draußen sein und ab und zu mal die Maske ein bisschen lüften, dass man da mal ein bisschen wieder frische Luft reinkommt für diejenigen, die meinen, man müsste eine Maske überhaupt noch tragen. Wir haben heute einen schönen Tag, den wir erwarten. Stahlblauen Himmel, Sonne satt, ein Sommertag wie in Deutschland offenbar auch. Ja, wir beginnen gleich mit einem spannenden Thema. Der Produzent, Regisseur, Schauspieler Til Schweiger hat den Mainstream gegen sich aufgebracht, denn er hat es gewagt, auf Instagram ein Foto zu posten, auf dem er zu sehen ist auf einem Boot, lustige Ausfahrt, mit dem Journalisten Boris Reitschuster. Und die beiden scheinen also befreundet zu sein. Ich hätte es nicht gedacht. Ich muss sagen, Til Schweiger, immer wieder überrascht er mich doch durch merkwürdige Allianzen, die man ihm so nicht zutraut, merkwürdig in Anführung und eher erfreut, kann man sagen, dass er sich weltoffen zeigt und auch geistig sehr flexibel zu sein scheint. Und natürlich ist gleich die Hölle los, also Jan Böhmermann ist über ihn hergefallen, wie viele andere auch, und haben gesagt, jetzt hat er sich also endgültig ins Abseits geschossen und jetzt wollen wir mit ihm nichts mehr zu tun haben, zumal er Boris Reitschuster auch noch als wörtlich meinen Helden bezeichnet hat. Ja, und das finde ich auch völlig in Ordnung und merkwürdig ist es tatsächlich. Also es ist würdig, dass man es sich merkt. Und das finde ich ganz interessant. Das hat ja bei Til Schweiger so ein bisschen gedauert. Er war ja noch vor ein paar Jahren noch sehr stark auf Mainstream-Ebene und man merkt sehr deutlich, wie da momentan eine Erweiterung auch offenbar des Horizontes zu verzeichnen ist. Und wir freuen uns darüber, dass er sich da ganz deutlich zu outet, denn er war sich hundertprozentig darüber bewusst, was das auslösen wird. So dumm ist er eben nicht. Und an der Kante finde ich es auch schön, dass Boris Reitschuster da an der Stelle jemanden hat, der ihm Energie zufächert. Ja, und vor allem ist es so, Til Schweiger, ich bin kein Instagrammer, da habe diesen Kanal nicht, aber es heißt, dass Schweiger sehr selten nur Fotos postet und dann ist das natürlich schon ein Statement, wenn man mit jemandem wie Boris Reitschuster, der übrigens von 1999 bis 2015, also 16 Jahre lang in Moskau für den Fokus das Büro geleitet hat, also wir sind ja nun alle hier mehr oder weniger Follower auch von Reitschuster. Wir verlinken viel von ihm. Er ist legendär in den Bundespressekonferenzen, weil er sehr kritische, aber immer höfliche Fragen stellt. Am liebsten würde man ihn da rauskanten, wie wir seit neuestem wissen von, wie hieß dieser Jung nochmal? Thilo Jung, ja, das ist wirklich lächerlich, was da gewesen ist von seiner Seite. Also er ist auf jeden Fall ein sehr mutiger Journalist, Boris Reitschuster, und sich mit ihm gemeinsam zu zeigen, wird natürlich unwillkürlich zu Folgen führen. Das heißt, hier zum Beispiel hat jemand gepostet, der Herr Schweiger hat nun also auch Honig im Kopf, das war ja ein Film, den er mal gemacht hatte, macht mit rechten Fake News Verbreitern gemeinsame Sache, Next Stop Naidu und Wendler, Fragezeichen. Und wie gesagt, also man fragt, wie tief Schweiger denn sinken könnte, aber andere verteidigen ihn auch wieder und sprechen von einer starken Besetzung oder erklären, das macht dich noch mal viel sympathischer als ohnehin schon. Danke, Til. Andreas, dieser Post spaltet wieder mal die Gesellschaft, ist aber doch ein weiterer Nagel, der in das Wahrheitsgebäude eingeschlagen wird. Ja, ich glaube auch, er spaltet nicht in dem Moment, sondern es sind immer mehr Leute, die vom
Mainstream in die freie Medienlandschaft wechseln und die objektive Information haben wollen. Der Strom geht nur in eine Richtung, hin zu denjenigen, die die Wahrheit erkennen wollen, Wahrheitssuchende, und die anderen verlieren. Es gibt keinen Weg zurück von den Wahrheitsgefundenen wieder zurück in den Mainstream. Das heißt, dieser Fluss ist einseitig und das ist eine gute Entwicklung. Und Boris Reitschuster ist aus meiner Sicht ja momentan der einzige Journalist, der mir wirklich einfällt, der noch Journalist ist. Es gibt mit Sicherheit noch einige andere, wenige. Aber das ist tatsächlich so, dass die wirklich großen Journalisten mittlerweile offenbar gar keine Plattform mehr bekommen, sondern mehr oder weniger am Rande stehen und wahrscheinlich auch in sich leiden. Nicht einfach. Also er stellt wirklich Fragen, Reitschuster, und sieht sich nicht wie die vielen anderen Mainstreamer, die ich sehe, die mehr oder weniger eine Verlautbarung der Regierung nach außen tragen und damit mehr oder weniger Propagandisten sind. Das ist das Tragische an der Geschichte. Ich sehe es nicht so, dass er als einziger Journalist, ich sehe viele Journalisten, die eine hervorragende Arbeit tun, wie Roland Tichy beispielsweise und natürlich auch viele andere, Reimann Palmani zum Beispiel. Es gibt doch eine Armada von guten Journalisten, und die sind natürlich nicht in den Mainstream-Medien zu finden, sondern eher in den freien Medien. Und das ist nun mal so, also viele, nicht nur Reitschuster ist ehemaliger Mainstream, sondern wir sind es natürlich auch und viele andere, deren Namen hier alle gar nicht aufgezählt werden können, die irgendwann ähnliche Erlebnisse haben, nämlich man beobachtet Dinge oder erfährt sie am eigenen Leib. Bei mir war es einfach eine sehr heftige Reaktion des Mainstreams auf getätigte Aussagen von mir über die notwendige Bindung zwischen Mutter und ihrem kleinen Kind, was ein naturgesetzlicher Vorgang ist. Und ich war so verwundert, dass man nicht dankbar diese Beobachtung aufgreift und sagt, oh ja, wir wollen das Beste für unsere Gesellschaft, also müssen wir uns darum kümmern. Ich hatte ja auch gleich ganz viele Vorschläge von Psychotherapeuten und Bindungsforschern und Kinderpsychologen internationalen Ranges. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich wurde also praktisch als blöd und braun dargestellt, was Meilen und Lichtjahre von mir entfernt ist. Also blöd kann man mich vielleicht finden, aber braun auf jeden Fall nicht. Es gibt keine Aussagen dahingehend. Und wenn man diese Erfahrung macht, und du hast deine ja auch gemacht, Andreas, dann schaut man sich verwundert um und sagt, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also mit logischem Denken hat das nichts mehr zu tun. Und wenn du dann anfängst, dich da reinzuarbeiten in die Themen, plötzlich kommen neue Themen dazu. Ich kümmere mich ja heute längst nicht mehr um die Mutter-Kind-Beziehung, sondern um globale Themen, weil wir plötzlich feststellen müssen, wow, das gibt ja so viele Ecken, an denen überhaupt nichts mehr stimmt. Deine Erfahrung ähnlich. Ja, der Totalitarismus zeigt sich natürlich in ganz vielen Facetten und meistens so ein bisschen subkutan. Also das kommt so von unten heraus, unter der Haut läuft das so statt. Und man wundert sich manchmal. Und ich weiß, als ich damals mich mit der Historie auseinandergesetzt habe und habe mich mit der Geschichte des Grundgesetzes auseinandergesetzt und habe da Fragen gestellt, die wirklich wichtig waren, und war ganz naiv und habe gedacht, wow, jetzt werden sie alle ganz begeistert sein, weil wir damit in eine friedliche Welt kommen, gerade was die Entnazifizierung anbelangte und so weiter. Das war für mich ein ganz wichtiges Thema, dass das auch durchgezogen wird, und habe festgestellt, das gibt es eben halt in der Form leider nicht. Und statt dass man gedacht hatte, jetzt wow, der hat da jetzt was entdeckt und das war toll, daran erkennt man meine Naivität, wurde ich genau mit dem Attribut des Rechten versorgt, als ob ich einer von denen wäre. Stattdessen habe ich dagegen aufgeklärt. Und das ist der Irrsinn, in dem wir leben. Wir leben in einer manipulierten Welt, die komplett unter einer bestimmten totalitären Dogmatik läuft, unter Ideologien läuft, und Ideologie und Idiotie liegt sehr nah beieinander. Und das sehen wir spätestens auch jetzt, wenn wir uns mit kritischen Themen auseinandersetzen, dass also allein die Tatsache, wie weit kann ein das hatten wir jetzt gerade gehabt, ein Til Schweiger noch sinken, dass er sich mit einem Freund zusammensetzt, der 16 Jahre Leiter des Büros in Moskau des Fokus war. Das ist ja wirklich nicht mehr auszuhalten, weil ist denn der Fokus so dämlich gewesen und hat gar nicht gemerkt, wen sie da beschäftigt hatten? Die Frage muss man ja auch mal stellen. Das ist ja ein Eigentor. Ja, also genauso dämlich müssen ja die bei
der ARD sein, dass sie bei mir 25 Jahre lang nicht festgestellt haben können, wie ich wirklich ticke. Also das sind ja dann tatsächlich Totschlagsargumente, mit denen man Menschen mundtot macht. Und jetzt schließen wir das Thema auch ab. Wenn jemand sich dann auf die Reise begibt und sagt, hier stimmt was nicht, dann wird er zum nächsten Thema geführt und es beginnt sich auszuweiten. Das, was man die großen Verschwörungsthemen nennt, man erkennt plötzlich, oh, es gibt immer zwei Seiten der Betrachtung und die Faktenlage ist meistens eine andere. Ich frage mich heute am Montagmorgen, wo ist der Aufschrei am Wochenende gewesen in den Mainstream-Medien wegen dieser Intensivbettenlüge, die nachgewiesen ist, die groß in der Bild-Zeitung von A bis Z durchdiskutiert gesprochen wurde. Wo bleibt ein Aufschrei? Wo bleiben Konsequenzen? Die harten Lockdown-Maßnahmen, die die Menschen derartig in die Tiefe katapultiert haben, wie kann es sein, dass das nicht aufgearbeitet, sondern totgeschwiegen wird? Genau, es müssten Sondersendungen sein, es müssten, wie heißen die immer, diese Brennpunkte und was es da so alles gibt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt im deutschen Fernsehen, aber die Sachen sind ganz offen, dass man auf der Basis von Lügen und Betrug weitere Shutdown-Maßnahmen vollzogen hat, die Tausende von Unternehmen in den Abgrund gerissen haben, die heute nicht mehr existieren, Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von Arbeitslosen produziert haben, Millionen und Hunderte von Millionen, über 100 Millionen Menschen, die an Hunger sterben in der dritten Welt. Das sind die Auswüchse und das ist ja schon fast ein Töten aus niederträchtigem Grunde. Und hier kommt der Mordbegriff in den Sinn, wenn man tatsächlich mit solchen Begrifflichkeiten hier arbeiten muss, dass hier mit betrügerischen Maßnahmen Zahlen manipuliert wurden, um Shutdown-Maßnahmen durchzuführen, die zu diesen Konsequenzen führen. Und das ist für mich dann schon fast ein Plan. Zumindest müsste man das jetzt überprüfen. Nichts dergleichen findet statt. Also wenn ich mir vorstelle, dass da irgendeiner aus dem sogenannten rechten Flügel des Bundesparlamentes da irgendeine Nebenbemerkung gemacht hätte, da wären die Zeitungen voll und da wären die Brennpunkte auch jeden Tag 20 Minuten extra. Aber bei diesen wirklich relevanten Themen ein Komplettversagen des Mainstreams. Das ist meine persönliche Meinung, bevor du es jetzt so etikettierst. Ja, hast du gut gemacht. So, also ja, also wir lachen jetzt hier. Man darf auch nicht aufhören, fröhlich zu sein bei all dem Elend. Aber diese Frage muss man sich mal stellen. Vor allem hätte mit der Erkenntnis dieser Intensivbettenlüge, diesem Divi-Gate, wie man es ja auch nennt, hätte auf den Schlag aus Berlin verkündet werden müssen, alle Lockdown-Maßnahmen heben wir jetzt auf. Ihr könnt wieder euer normales Leben führen. Wir sind leider einem Irrtum aufgesessen. Stattdessen war Frau Merkel in Cornwall, in dem schönen Pilcher-Roman-Ambiente, was ich liebe, Pilcher-Filme. Also Pilcher natürlich, Rosamunde Pilcher, aber wir sprechen ja immer, wenn wir eine Pilcherin gucken, ne, dann sprechen wir so. Also, und die haben, also da war ja dieses G7-Treffen in der südenglischen Grafschaft Cornwall und da gibt es nun einiges zu sagen. Also wir haben Bilder gesehen, wo man sich mit Ellenbogen begrüßt und mit Masken und mit Social Distancing. Und dann gibt es dummerweise aber auch eine ganze Menge Fotos, die durchs Netz gegangen sind. Übrigens, auch da habe ich in den sogenannten Qualitätsmedien nichts gefunden, wie die nämlich alle lustig zusammensitzen, ohne Maske, ohne eine soziale Distanzierung und ganz offenbar sehr amüsiert und losgelöst sind. Und in einem Artikel hat der Autor Raimann Palmani Folgendes geschrieben. Sie halten uns tatsächlich für blöd, was man ihnen eigentlich nicht einmal übel nehmen kann, weil die meisten von uns offenbar wirklich nicht ganz bei Trost sind. Wie sonst ist es zu erklären, dass wir uns von einer politischen Kaste drangsalieren lassen, die uns alle möglichen Entbehrungen zumutet, aber nicht viel davon hält, sich den verordneten Beschränkungen und Pflichten selbst zu unterwerfen. Sie lachen uns ins Gesicht und führen ihr absurdes Theater immer schamloser auf. Und dann schreibt er weiter,
Es war ein eigenwillig komisches Stück, das Gastgeber Johnson in Cornwall aufführen ließ, durchchoreografiert bis ins Detail. 3 Tage lang gaben sich 7 der 10 führenden Industrienationen ein Stelldich ein. Der Auflauf geriet nicht nur optisch zum perfekten Familienausflug. Bei schönem Wetter verlebten die mit ihrer jeweiligen besseren Hälfte angereisten Staats- und Regierungschefs ein launiges Wochenende. Und er sagt einfach, auch sehr schön, er geht dann auch auf die Inhalte ein. Und sagt, man plauderte dort über alles Mögliche, zuweilen sogar kontrovers. Wir Bürger müssen derlei Gipfel nicht weiter ernst nehmen. Wäre da nicht das bittere Bewusstsein, dass diese immer wieder aufs Neue die Grundlage dafür schaffen, uns zu gängeln, zu enteignen und unfreier zu machen? Und er sagt, aus der EU verblieben sind beim G7-Treffen Deutschland, Italien und Frankreich. Und so ist das Drehbuch der Europäer auch nicht besonders originell. Frankreich diktiert, Italien nickt, Deutschland zahlt und die Briten lachen. Ja, sehr schön zusammengefasst. Also man sieht hier alleine anhand dieser Bilder, dieser Ellbogenbegrüßung und dieses sich anschließend in den Armen liegen und gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu lachen, was hier für eine Verhöhnung und Verachtung der Völker stattfindet durch ihre jeweiligen Staatsführer. Und diese Staatsführer, die ja ausgerechnet mit dem Begriff der demokratischen Werte auftreten, wobei die wirklichen Großen, das heißt ja G7, das klingt, als ob das die ganz Großen wären, das wird nämlich, dafür steht das G, aber die tatsächlich Großen wie Russland, Iran, China sind gar nicht dabei gewesen. Vermutlich ist es selbst denen zu diktatorisch und zu totalitär, wie man mit den Menschen umgeht. Das kann man hier schon fast reininterpretieren. Nein, man will sie natürlich nicht dabei haben. Hier findet wieder so eine kleine Kaste von auseinandergepflückten ehemaligen Demokratien statt. Das Schlimme ist, dass die Menschen, die normalen Menschen, das offenbar zu einem Großteil einfach nicht mehr hören wollen und auch nicht mehr hören können und aus diesem Grunde diese Zusammenhänge auch gar nicht mehr erkennen. Und aus diesem Grunde denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir weitermachen, immer mehr diese Geschichte nach außen zu tragen. Aber selbst wenn die Bild-Zeitung oder alle oder andere auch im Mainstream diese Dinge deutlich beim Namen zu nennen, die Angst ist zu groß. Die Menschen sind offenbar in einer Angst verkrampft, zu großen Teilen noch, dass sie nicht mal in der Lage sind, da in irgendeiner Form noch einen klaren Verstand zu haben. Und das ist das Tragische. Vielleicht ganz kurz als Hintergrundinfo, wer gehört zu den G7? Das ist Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Und es gab auch die G8, da war dann Russland noch dabei, aber 2014 haben die anderen Mitglieder Russland aufgrund der sogenannten Annexion der Krim wieder ausgeschlossen und sind zum Format der G7 zurückgekehrt. Und was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, die Bevölkerung der G7-Staaten hat einen Anteil von etwa 10% der Weltbevölkerung und erwirtschaftet allerdings 45% des weltweiten Bruttonationaleinkommens. Ja, das ist ein wichtiger Wert. Also was wichtig ist, wenn man sich die Karte mal ansieht, dass Mittelamerika, also dann Südamerika, der gesamte afrikanische Kontinent, Arabien, Russland, dann Indien, die gesamten fernöstlichen Staaten inklusive Australien, die ja zum Commonwealth gehören, aber nicht zu Großbritannien in diesem Fall. Großbritannien tritt hier als isolierter Nationalstaat auf. Und nicht im Rahmen des Commonwealth, dann wird die Karte anders aussehen. Und 10% der Bevölkerung sprechen eine deutliche Sprache und selbst 45% des Bruttonationaleinkommens des BNE, das war früher das Bruttosozialprodukt übrigens, das hat man irgendwann Bruttonationaleinkommen eben halt umbenannt, für diejenigen, die den Begriff BNE nicht verstehen können. Also das ist vielleicht nochmal wichtig an der Stelle. Ja, ich möchte vielleicht nochmal den Abschluss des Artikels von Paimani zitieren. Und das ist wirklich auf den Punkt. Er sagt, da sind sie dann. Die Bilder der Rasselbande am viel zu kleinen Holztisch
ohne Maske und Mindestabstand fast zu eng aufeinander, um bequem sitzen zu können. Sie kommen aus dem Lachen nicht mehr raus, die an oder mit Corona Regierenden. Und sie lachen über uns, weil wir so blöd sind, uns vorführen zu lassen. Deutliche Worte, kann ich nur sagen, ja, so sehe ich es auch. So, und es gibt natürlich einige Kommentare zu diesem Gipfeltreffen und darüber wollen wir auch sprechen, denn es ist nicht so, dass das einfach nur eine lustige Rasselbande an einem zu kleinen Holztisch gewesen ist, die da sich mal getroffen hat und ein bisschen über die Welt geredet hat, sondern da scheint ordentlich was beschlossen worden zu sein, beziehungsweise wahrscheinlich ist es vorher schon beschlossen worden, weil es vorher auch schon verkündet wurde und man hat es dann nur in trockene Tücher gebracht. Und zwar schreibt Tichy, also bei Tichys Einblick ist ein Artikel erschienen zu diesem Thema und da sollten wir uns mal mit beschäftigen. In Anlehnung an die am 14. Dezember 1941, unmittelbar nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, das war der 7. Dezember 1941, das war Pearl Harbor der Angriff, genau. In Anlehnung an diese Konferenz von US-Präsident Franklin Roosevelt damals und Englands legendärem Premier Churchill beschlossene Atlantik-Charta, die Freiheit und Demokratie als Basiswerte für die Staatenordnung nach dem gewonnenen Krieg gegen Deutschland und Japan festlegte, sollte das aktuelle Gipfeltreffen eine Partnerschaftscharta des Westens gegenüber China und Russland beschließen, verbunden mit einer Bindung jeglicher Zusammenarbeit an die Einhaltung der Menschenrechte. Andreas, warum dieser historische Vergleich? Oh, der passt sogar wirklich gut, weil an diesem besagten 14. Dezember 1941, muss man wissen, hat sich diese transatlantische Brücke neu formiert, woraus dann tatsächlich auch die UN entstand. Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess. Man sprach von Völkerrechten damals noch und hat es dann aber in Menschenrechte umgewandelt. Und das ist etwas völlig anderes, Menschenrechte als Völkerrechte, weil Menschenrechte zu den Völkerrechten gehören und nicht umgekehrt. Was hat man damals gemacht? Man hat sich getroffen vor Neufundland, gar nicht weit von hier in Kanada, und zwar auf einem Kriegsschiff, die hieß Prince of Wales, glaube ich. Und dort haben die beiden dann gesessen und haben gemeinsam eine neue Weltordnung dargestellt in einem öffentlichen Dokument, diese Atlantik-Charta. Und da stand dann sinngemäß drin, wir wollen den großen Frieden, wir wollen freie Märkte, wir wollen die gesamte Welt abrüsten, dass keine Kriege mehr stattfinden können und so weiter. Es war das Papier nicht wert, worauf es stand. Und das ist der Vergleich, der hier aus meiner Sicht ganz klar läuft. Denn wir wissen, was dann passiert ist, als Deutschland 45 besiegt war, passierte genau das Gegenteil von dem, was auf der Atlantik-Charta gemacht wurde. Man hat aufgerüstet bis zum Umfallen. Man hat die Kolonialisierung aus US-amerikanischer Sicht bis zum heutigen Tag, Afghanistan und so weiter. Es gibt ja auch noch heute die Kolonialisierung, die stattfinden, oder in bestimmten arabischen Staaten, oder man hat widerrechtlich Staaten angegriffen, wie den Irak unter dem Vorwand von Lügen angeblicher Massenvernichtungswaffen. Diese klassischen Dinge widersprechen komplett dieser Atlantik-Charta von 1941 im Dezember. Und aus diesem Grunde ist der Vergleich dahingehend interessant, dass Tichy den setzt, dass die Dinge, die da jetzt besprochen werden, nämlich auch das Papier nicht wert sein könnten. So schätzt es Tichy offenbar ein. Und das bringt er hier durch die Hintertür, indem er diesen historischen Vergleich zieht. Ja, es wird hier in dem Artikel auch gesprochen über eine widerborstige Angela Merkel aus Deutschland, die ihre Diplomaten eingesetzt habe im Zusammenwirken mit Italien, die geplante Deklaration, wenn nicht zu verhindern, so doch durch Allgemeinplätze zu verwässern und jegliches Pathos zu vermeiden. Schwerpunkt sollte eher auf multilateralen Bemühungen, das ist ja auch ihr Lieblingsbegriff, auf den Feldern Klimaschutz, Corona-Bekämpfung und wirtschaftlichen Aktivitäten beruhen. Und er schildert, dass es Deutschland war, auf diesem Gipfel in Cornwall, das als erstes eine eigene gesonderte Pressekonferenz angekündigt hatte und Frau Merkel dann auch vor die Kameras getreten war, ohne einen Hauch von Gefühl,
die Konferenz als wichtig und nützlich eingeordnet habe. So sei es gelungen, die weltweite Versorgung mit Anti-Corona-Impfstoffen durch Spenden, bei denen die Bundesrepublik nach den USA der zweite Geldgeber sei, zu garantieren. Rhabarber, Rhabarber. Auch beim Weltthema Nummer 1 der Klimakatastrophe sei man vorangekommen, auch wenn es nicht gelungen sei, sich auf ein genaues Datum für den Kohleausstieg festzulegen. Und ein auf dem Gipfel beschlossenes Milliarden-Infrastrukturpaket rund um den Globus begründete Angela Merkel mit den starken Aktivitäten Chinas, ohne den Begriff neue Seidenstraße auch nur in den Mund zu nehmen. Ja, und die Seidenstraße ist natürlich das Stichwort. Wir dürfen aber eines nicht vergessen. Ich glaube, es handelt sich um eine große Show. Es muss hier auch dargestellt werden, auch auf diesem G7-Gipfel, dass dort gestritten und gerungen wird um den richtigen Weg. Machen wir uns doch einfach mal klar, wie die Machtverhältnisse aufgeteilt sind. Wir haben in USA eine Auflösung der Machtstrukturen des vergangenen sogenannten Deep States oder derjenigen NGO-geführten Administrationen, die dort laufen. Auf der anderen Seite diejenigen, die sich für das Volk, für das amerikanische Volk und damit auch für den Nationalstaat dann einsetzen, was ja heute ein schlechter Begriff ist. Nationalstaat ist das Wort national schon wieder drin. Und die zerlegen sich gerade selbst. Und das Ganze zerbürstet so momentan ein wenig in Bürgerkriegen, zumal die US-amerikanische Wirtschaft, der Dollar, ist nämlich entscheidend keine amerikanische Währung, sondern eine Weltwährung, die aus Amerika kommt. Es gibt keinen US-Dollar, es gibt einen Federal Reserve-Dollar. Das gilt es zu unterscheiden. Und die Federal Reserve ist wiederum ein NGO-angebundenes Instrument und nicht die einfache Notenbank, wie man es uns glauben tut. Die Macht kommt nicht von USA einfach so aus, sondern USA ist völlig differenziert und auseinandergefasert. Auf der anderen Seite Europa. Dazu gehört jetzt das World Economic Forum, in USA übrigens das International Financial Forum. Diese beiden Strukturen arbeiten miteinander. Und wenn wir wissen, dass auch noch das World Economic Forum mit der Sberbank in Russland arbeitet und dann beispielsweise jetzt, und jetzt wird es kompliziert, die Chinesen gemeinsam, die kommunistische Partei, sogar mit Facebook eine gemeinsame Währung diskutieren, die sie gemeinsam auflegen wollen, dann wird natürlich zu klar, dass das Ganze eine Agenda ist, die nur in eine Richtung läuft. Und wenn dann beispielsweise Frau Merkel sich kritisch äußert oder vorsichtig ist, China zu stark auf die Füße zu treten und auf der anderen Seite die Amerikaner und die Engländer und die anderen dann sagen, wir müssen gegen die Seidenstraße ein bisschen Paroli bieten, um da eine eigene Infrastruktur der Transportwege aufzubauen, das ist schon viel zu spät. Die Seidenstraße ist nämlich mittlerweile fertig und zwar sowohl auf der Datenautobahnseite, nämlich durch Pakistan und so weiter. Dort laufen ja die großen neuen auch Daten-Internet-Verbindungen und so weiter und eben halt auch die tatsächliche Versorgung auf Schienenwege oder auch auf dem Wasserwege. Das alles ist ausgearbeitet. Das hat man auch ein bisschen verpennt an der Geschichte. Und hier merken wir, wie die Systeme World Economic Forum, International Financial Forum, Kommunistische Partei Chinas hier zusammenarbeiten und die beiden Foren, von denen ich sprach, mehr oder weniger als Handlanger für China arbeiten und die anderen mehr oder weniger jetzt so ein bisschen eine Diskussion aufbringen, als wäre da tatsächlich verschiedene Meinungen, verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Standpunkte und wir versuchen jetzt den richtigen Weg zu finden. Der ist längst entschieden, der läuft hier gerade vor unseren Augen ab. Das ist meine Einschätzung. Ja, man benutzt offenbar dennoch solche Treffen, um wirklich die Themen, die man im Rahmen dieser neuen Zielsetzung von Klimawandel, Energiewende, digitale Identität, um hier schon die Fundamente zu gießen, die natürlich längst gegossen sind, aber dann weiterzuentwickeln. Und so heißt es denn auch, und das hat Axios gemeldet, dass die G7-Regierungschef einen Plan zur Abschaffung von Benzinautos gefasst haben. Und zwar die Beendigung fast aller direkten staatlichen Unterstützung für fossile Brennstoffe und die Ausmusterung von Benzin- und Dieselautos. Da frage ich jetzt mal als erstes, Andreas, USA waren dabei, Kanada waren dabei. Da sprechen wir über weite Strecken, die Autos fahren
kaum vorstellbar, dass das alles mittelfristig mit E-Motoren bewältigt werden kann. Ja, das ist das eine. Und auf der anderen Seite natürlich fangen wir damit an. Man will damit ja die Welt schonen und die Umwelt schonen. Und wir wissen, dass ein Elektrofahrzeug in der CO2-Bilanz, man hat das ja als Schadstoff erklärt, das muss ich immer an der Stelle beifügen, weil ich halte es nicht für einen Schadstoff. Es geht mir darum, dass tatsächlich zu viele fossile Brennstoffe verbrannt werden. Das müsste nicht sein, da bin ich völlig überein. Umweltschutz muss dringend auf die Agenda, aber nicht unter irgendeiner Ideologie eines sogenannten, ich sage, menschengemachten Klimawandels. So. Ja, diese Distanzen hier in diesen Größenordnungen, wenn ich mir vorstelle, hier in Nordkanada beispielsweise, da ist es natürlich gar nicht möglich, mal eben 1200 oder 1500 Kilometer zu fahren, wenn man von einem Ort in den anderen will. Ich rede nicht hier von unserem Gebiet hier, da ist es näher, aber eben halt von den Gebieten, die weiter nördlich liegen, wo die Inuit noch leben, beispielsweise die First Nation, die indigenen Völker, die ja mittlerweile auch Fahrzeuge haben. Und das sind natürlich alles so unausgegorene Dinge. Dazu aber für mich, und das ist das Wichtigste, diese dramatische Umweltschändung, die dadurch stattfindet, durch den Abbau von Lithium und durch diese gesamten Geschichten, die dort eben halt an Umweltschutz und an Vergiftung der Erde stattfinden, an die ja ein Verbrennungsmotor gar nicht rankommt. Wir haben letzte Woche ja auch gesprochen über die explodierenden E-Busse in Deutschland und wahrscheinlich nicht nur in Deutschland. Wir hatten das auch noch in einem anderen Land, wo gleich fast ein Dutzend weg explodiert ist. China. China war das, okay. Und Andreas, du sprichst darüber, Lithium und so weiter, also alles nicht gut für die Umwelt, dieser Umweltabbau, die Menschen, die dort arbeiten in den Bergwerken, die viel früher zum Teil sterben müssen, weil sie vergiftet sind von dieser Arbeit. Auf all das wird kaum Rücksicht genommen, sondern im Gegenteil, wir haben neulich gerade darüber gesprochen, in amerikanischen Staaten, wo war es, in Nevada, glaube ich, dass Lithiumminen erschlossen werden und dass man eben darauf auch setzt. Gleichzeitig erfahren wir, es gibt Ausfälle in der Lieferung, keine Chips mehr, Lieferengpässe dann eben auch bei Kommunikationsgeräten und so weiter. Es passt eigentlich überhaupt nichts mehr zusammen. Ja, also wenn ich mir gerade angucke, und das ist ja das, was ich immer wieder nicht müde werde zu sagen, die obere Rheinebene, dann noch von Frankfurt bis runter nach Basel, wo die größten Lithiumvorkommen sind. Das sind wunderschöne Naturschutzgebiete, wo der Rhein sich durch die Natur hindurchgearbeitet hat. Dort findet man die größten Lithiumvorkommen und dort werden dann in Kürze, man beginnt übrigens damit, man hat bereits schon die Genehmigungen erteilt mit dem Lithiumabbau. Und das bedeutet, dass man unter der Erde einen weiteren Aderlass macht. Das heißt, es ist ja schon ein Aderlass, das Öl aus der Erde herauszuholen. Es ist auch ein Aderlass, Edelmetall aus der Erde herauszuholen. Auch das möchte ich ganz klar sagen. Nicht, dass ich da immer so hinterstehe, wenn ich davon spreche, kauft euch Edelmetalle. Das sind einfach nur die Möglichkeiten, die wir haben in diesen dramatischen Situationen, in dieser Zeitqualität, die ja völlig irre geworden ist aus dieser Zeit heraus. Nein, es werden keine Zusammenhänge mehr dargestellt. Es wird mehr oder weniger nur noch in eine Richtung argumentiert. Wer bekommt jetzt die obere Macht? Diese wenigen Handvoll Menschen, die über solche unglaublichen Summen verfügen. Ich habe gerade was gehört über einen Politiker in Österreich, der jetzt zurücktreten musste. Ich habe seinen Namen vergessen. Und der hat über 20 Milliarden da verfügen können, über einen Staatshaushalt von 20 Milliarden oder irgendwas war das so in dem Dreh. Da habe ich gedacht noch so, wow, das ist da quasi ein Staatsakt, der da läuft. Das sind ja Größenordnungen im Vielfachen, die ein Gates oder auch andere Menschen dieser Art als Privatpersonen besitzen, wo hier große Regierungsvertreter dann zurücktreten müssen. Also dieser Wahnsinn ist, es findet auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen statt. Der Gruppe oberhalb der Menschen, nämlich dieser NGOs, die offenbar jetzt noch zusammen an einem Faden ziehen, aber auch dort tatsächlich, ich sage mal, Streitigkeiten herrschen. Davon bin ich auch überzeugt. So ganz sympathisch sind sie sich auch nicht alle, wenn man sieht, wie ein Musk beispielsweise dann über einen Gates spricht und so weiter. Daran merkt man, dass das auch nicht alles Gold ist, was da glänzt. Ja, und es heißt hier also gerade bei diesem G7-Gipfel in Cornwall war wohl wirklich eins der wichtigsten Themen, dass die gesamte Kohleenergie weltweit so schnell wie möglich zu stoppen sei. Also da war man sich auch darüber einig. Und die USA, Kanada, Deutschland und das Vereinigte Königreich hatten sich bereit erklärt, bis zu
2 Milliarden US-Dollar zur Verfügung zu stellen, um den Entwicklungsländern bei der Abkehr von der Kohle zu helfen. Das ist in der Erklärung des Weißen Hauses zu lesen. 2 Milliarden. Tja, was soll ich dazu sagen? Das ist die momentane Politik. Es wird nicht darüber diskutiert, dass wir neue Wälder anpflanzen, die dringend gemacht werden müssen. Jeden Tag werden Hunderte von Kilometern, Quadratkilometern an Regenwald abgeholzt. Das ist die Lunge dieser Welt im brasilianischen Raum. Darüber redet gar keiner, sondern wir diskutieren hier über irgendwelche Details und immer am Thema vorbei. Ja, und das heißt hier, dass die Staats- und Regierungschefs der G7 eine neue Partnerschaft gestartet hätten für Infrastrukturinvestitionen eben auf der ganzen Welt, um das globale grüne Wirtschaftswachstum voranzutreiben, während sie sich verpflichten, auch die internationale Klimafinanzierung zu erhöhen. Heißt mit anderen Worten, wir reden ja oft über die erneuerbare Energie in Deutschland. Das ganze System funktioniert überhaupt nicht. Es ist A, viel zu teuer, B, ist zu wenig Strom da. Andreas, also wie kann ein, stellen wir uns mal vor, es wäre ein Unternehmen, das bemüht ist, schwarze Zahlen zu schreiben. Und hier werden aber keine schwarzen, sondern ausschließlich rote Zahlen produziert. Was müsste ein vernünftiger, gesund denkender Unternehmer tun in dem Fall? Wir müssen das natürlich ein bisschen auseinanderhalten, weil wir leben in einer Zeit, die völlig verdreht ist. Es bedeutet ja, derjenige, der am wenigsten die Umwelt schädigt, ist derjenige, den man als erfolgreichsten jetzt darstellt. Und damit wird es natürlich kritisch. Es geht nicht nur darum, wie viel Schadstoffemission ist, sondern wie hoch ist die Effizienz im Verhältnis zum Schadstoff. Und da wird überhaupt nicht unterschieden. Wir haben ja eine Situation, dass derjenige, der am faulsten ist, am besten einer, der gar nichts macht, macht ein Unternehmen, beginnt mit einem neuen Start und sagt, wir machen aber nichts. Dann hat er die beste Schadstoffbilanz, da müssten seine Aktien eigentlich am höchsten steigen. Derjenige, der gar nichts macht, macht ja auch nichts kaputt damit. Diejenigen, die aber wirklich etwas erreichen und wollen versuchen, zum Beispiel eine Versorgung der Menschen zu erreichen, denn das ist das, was die Wirtschaft eigentlich als Aufgabe hat, nämlich eine Versorgung der Menschen zu erreichen mit Wertschöpfung. Und diejenigen, die das machen, haben natürlich auch bestimmte Rohstoffe, die sie damit verbrauchen, und die werden damit die schlechtesten werden. Das heißt, die Fleißigen werden am schlechtesten dargestellt und die Faulsten am besten. Das ist ja, was dahinter steht. Aus diesem Grunde wird es auch sehr kritisch werden, was die Aktienkurse anbelangt. Ich habe gestern ein kleines Video gesehen von Christian Lindner von der FDP, der gesagt hat, jetzt müssen wir alle irgendwie versuchen, eine aktienbasierte neue Ökonomie zu schaffen, um darüber auch die Altersversorgung zu regeln. Und ich habe immer nur gedacht, aus welchem Jahrhundert ist das jetzt eigentlich, was er sagt? Das hat mit der neuen Realität, mit den neuen Grundstrukturen überhaupt nichts mehr zu tun und geht komplett am Thema vorbei. Wir müssen eine Grundsatzdiskussion haben. Was ist die Aufgabe der Wirtschaft? Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Wie ist das machbar unter einem maximalen, unter einer maximalen Gesundhaltung der Ressourcen? Wie können wir es schaffen, nachhaltig die Wirtschaft aufzubauen? Das sind alles ganz wichtige Fragen, aber die dürfen nicht gestellt werden von denjenigen, die über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte ausschließlich von dem falschen System partizipiert haben, jetzt am höchsten vollgesogen sind mit ihren Finanzen und auch mit der Macht und jetzt dem Volk, die es auszuführen hatten, jetzt erklärt, wie sie aus dieser Misere wieder herauskommen. Es sind die Falschen. Der Richter sollte unabhängig sein und es sollte nicht der Täter selbst auf dem Richterstuhl sitzen. Ich möchte noch mal zu dem Thema Kohlestrom in Deutschland kommen. Also Frau Merkel hat ja da auch in Cornwall ganz nachdrücklich mit unterstrichen, wie wichtig der Ausstieg ist. Das ist ja eins ihrer Lieblingsthemen. Währenddessen meldet aber Epoch Times, dass der Strom in Deutschland auch im letzten Jahr wieder überwiegend aus Kohle entstanden ist. Ein Jahr vorher war es noch ein größerer oder überwiegender Anteil aus erneuerbaren Energiequellen. Aber jetzt hat die Kohle die Nase wieder vorn, denn die Statistiker und Experten sprechen von einem windarmen Frühling. Und im ersten Quartal 2021, das ist der Zeitraum, ist praktisch die Kohle wieder vorne gewesen, Kopf an Kopf mit der Windkraft, die dann zurückgeblieben ist. Und
So kann man natürlich das überhaupt nicht erreichen. Und wir haben viele Fotos und auch kleine Videos zugeschickt bekommen, wie die Windräder stillstehen, keinen Strom erzeugen und Deutschland aus anderen Ländern den Strom zukaufen muss oder eben mit den noch verbliebenen, noch nicht stillgelegten Kohlekraftwerken eigenen Strom produziert. Die Gefahr, dass Stromausfälle, dass Blackouts die Runde machen und einfach irgendwann auch zu einer Selbstverständlichkeit werden, wird immer größer. Ja, solange die Experten auch in den Grünen gesucht werden und Frau Baerbock uns erklärt, dass das Stromnetz selbst ja der Speicher für den Strom ist, das hat sie nämlich allen Ernstes gesagt. Und damit beweist sie auch, dass sie mehr zu den Hochstaplern gehört in Sachen ihrer eigenen Bildungsstruktur. Das hat sie damit auch eindeutig bewiesen, nicht nur in ihrem Lebenslauf, sondern auch in ihren Aussagen mit dem, was sie gleichzeitig glaubt vorzugeben. Das sind die eigentlichen Hauptprobleme, die wir haben. Wenn wir also auf alternative oder regenerative oder erneuerbare Energien, jeder weiß, man kann Energie nicht erneuern, das ist Blödsinn, aber so wird es dargestellt. Und wenn wir dann lauter Windmühlen haben, ob 1000 Windmühlen leer stehen, weil kein Wind ist, die sich nicht drehen, oder nur zwei, ist es egal. 1000 produzieren genauso wenig Strom wie zwei, wenn sie nicht drehen. So einfach ist das Ganze. Also muss man Strom von extern kaufen. Und dieser Strom wird sehr teuer bezahlt von Frankreich, von Polen und so weiter. Und zwar teurer als normal. Und diese hohen Einnahmen, die die anderen Länder für unsere völlig verfehlte Politik haben, können sie an ihre Bürger weitergeben, die dadurch kostengünstigeren Strom beziehen können, weil Deutschland es über diesen Weg quasi subventioniert. Und dazu kommt natürlich noch der Irrsinn, dass man versucht, mit den Kohlekraftwerken, die man noch hat, permanent da in Notfall-Alarmzustand, in einem permanenten zu sein. Denn wenn morgen der Nebel kommt, dann haben wir weder Sonne noch Wind und dann ist natürlich sofort Holland in Not und alle drehen im roten Bereich. Was übrigens auch eins der Mottos wahrscheinlich war, das ist der WEF-Neusprech, Build Back Better for the World. Also das ist ja nach dem Great Reset, dieser Begriff Great Reset wird ja von den Haltungsjournalisten als Verschwörung deklariert, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil Klaus Schwab höchst selbst das Buch, das er letztes Jahr im Sommer herausgebracht hat, The Great Reset genannt hat. Nun hat man offenbar gemerkt, dass das Wording nicht sehr geglückt ist und spricht jetzt in den Medien nur selten über den Great Reset, außer es geht um Verschwörungstheoretiker, die darüber sprechen. Und übrigens über die Fakten sprechen, die in dem Buch stehen. Und da steht eindeutig eine Agenda, die bis jetzt komplett nach Plan abgearbeitet wurde und von der man sich auch nicht abbringen lässt, auch wenn, wie wir anfangs der Sendung heute besprochen haben, auch wenn Hammerlügen auffliegen, wie diese Intensivbettengeschichte, das ignoriert man und zieht den Plan weiter durch. Das heißt jetzt nicht mehr The Great Reset, sondern das ist jetzt hier der offizielle Titel: Build Back Better for the World, also ein Rückbau der Welt, damit alles besser wird. Und hier hat man eben sich auch vorgenommen, ein Angebot zu machen für eine qualitativ hochwertige Finanzierung lebenswichtiger Infrastrukturen zu entwickeln, von Eisenbahnen in Afrika bis zu Windparks in Asien. Ja, also grundsätzlich hätte ich dem gar nichts dagegen zu sagen, wenn man versuchen würde, die Welt vernünftig rückzubauen, weil dann die Riesenüberproduktion und die damit extrem verbundenen Ressourcenverschleuderungen und die Riesenmüllberge, die dadurch noch zusätzlich entstehen, weil man nicht bedarfsgerecht produziert, das könnte man damit letztlich verhindern. Aber wir müssen noch mal drauf kommen, Klaus Schwab ist nicht irgendwer. Wenn ich sehe, dass die großen Staatsführer dieser Welt, selbst ein Putin eine Audienz bei Herrn Schwab bekommt zu einem persönlichen Gespräch, um dann nochmal seine Meinung dazu abgeben zu dürfen, dann reden wir bei Herrn Schwab nicht von irgendeinem, der ein Buch geschrieben hat, sondern jemand, der sich offenbar selbst in der Macht befindet. Und wenn ich dann sehe, ein Bill Gates, der sich ins Fernsehen hinstellt und bei der ARD eine Sondersendung bekommt, wo er dann sagt, im Rahmen der Tagesthemen, wo er sagt, wir werden 7 Milliarden Menschen durchimpfen und er ist ja gerade auf dem besten Weg, da merkt man offenbar auch,
dass dieser Mann in der Machtstruktur ist. Und das sind die NGO-Führer, wie wir sie immer wieder nennen. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Dagegen sind kleine Staatschefs, auch Frau Merkel, eben kaum sichtbar, sondern mehr oder weniger anhängende, Blinddarm hätte ich beinahe gesagt, anhängende Personen, die dann letztendlich nur noch auszuführen haben. Und wenn Klaus Schwab in dieser Machtposition Great Reset schreibt, dann weiß er, was er schreibt. Und das ist die Agenda, ganz eindeutig. Und jeder, der das verneint, der leugnet diese Verschwörung, die dort echt stattfindet. Und das ist eigentlich wirklich das Erbärmliche an der Geschichte bei den entsprechenden Journalisten. Es ist ja so, dass all diese Maßnahmen, die da beschlossen werden, wieder auch logischen Denkens, die werden ja begründet damit, dass der Planet keine Zukunft mehr hat auf diese Weise, dass alles kaputt ist und die Umwelt, und vieles davon stimmt ja auch. Das heißt, wir alle, also wir können uns ja jetzt hier nicht ausschließen und können sagen, ja, die Bösen da oben, sondern dass dieser Planet in dem derzeitigen Zustand sich befindet, da haben wir alle beigetragen dazu. In diesem Leben oder in früheren Leben, jeder auf seine Art und Weise, und keiner kann sich daneben stellen. Aber es passt offenbar zu diesem Szenario der letzten Tage des alten Lebens hier auf dem Planeten. Wir befinden uns ja nun wirklich in einem Transformationsprozess und es wird etwas Neues und wirklich Gutes kommen, aber ohne diese ganzen Akteure da, die sich da auch getroffen haben und hier einfach entscheiden, welche Maßnahmen in die grüne Welt führen sollen. All diese Leute sitzen da zusammen und sagen, wir machen die Welt jetzt besser und sind im Prinzip nur damit beschäftigt, Zwangsmaßnahmen dem Bürger jetzt aufzuerlegen. Es heißt, Andreas, wir befinden uns alle im Moment ja eher in einer kollektiven Zwangslage. Ja, aber ausgelöst durch einige wenige. Und diese ganz wenigen sind in der Anzahl eben halt tatsächlich ganz wenige. Und wenn wir das in irgendeiner Form realisieren, und immer mehr Leute realisieren das, dann könnte es auch irgendwann mal so etwas geben, dass das Gewissen auch bei den Funktionären an den Hinterkopf klopft, wo man feststellt und sagt, ich kann es von meinem Gewissen nicht mehr weiter verantworten. Ich spüre das. Meine Kinder, meine Enkel, die werden davon betroffen sein. Ich bin vielleicht noch ein Nutznießer von denjenigen, die mich hier momentan finanziell unterstützen. Das ist ja wirklich eindeutig, was da stattfindet. Aber eins darf man nicht vergessen. Dieses Dunkle, was dahinter steht, was ich hier sehe und interpretiere, das ist Dunkelheit. Das spuckt diejenigen, die als Mitläufer mitfungiert haben, als erstes aus. Denn sie haben keinen Respekt. Das merkt man. Und an der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil ich habe neulich gesprochen von dem Thema der Psychopathen. Und ich habe dazu eine Mail bekommen vorhin von einem Professor, der sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Und der hat mich noch mal verbessert. Und darüber bin ich sehr dankbar. Vielen Dank an der Stelle. Wir müssen natürlich dabei unterscheiden, was zwischen Empathie und Mitgefühl. Empathie bedeutet, sich in einen anderen reinzuversetzen. Also Psychopathen haben durchaus die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen reinzuversetzen und sich in ihn reinzuziehen und zu überlegen, wie reagiert er, wie agiert er, um daraus für sich seinen Nutzen rauszuziehen. Also Berechnung. Berechnung, eiskalte Berechnung. Also die Berechnung ist die Grundlage, muss ja sein, weil er auf der anderen Seite, das ist das, was den Psychopathen auszeichnet, dass ist dies mangelnde Mitgefühl. Er empfindet kein Mitgefühl, ist aber in der Lage, strategisch Menschen auszunutzen. Also das an der Stelle nochmal ganz wichtig. Empathie und Mitgefühl ist hier deutlich zu unterscheiden. Und ich danke da nochmal für diesen Hinweis. Und ich möchte auch noch etwas anfügen. Ich hatte nämlich in diesem Zusammenhang übrigens den Begriff Autismus mit hineingebracht. Ich habe gesagt, also es ist ja praktisch, als ob sie sich eben ohne Mitgefühl äußern, und habe das mit Autismus gleichgesetzt. Auch das ist ein Fehler. Ich habe mehrere Zuschriften bekommen von Menschen, die von Autismus betroffen sind und auch durch verschiedene Maßnahmen sich da auch ein bisschen gesunden konnten, die aber allesamt sagen, gerade der Autist ist derjenige, der viel Mitgefühl entwickeln kann für seine Mitmenschen. Und auch ich danke für diese Hinweise und stelle es an dieser Stelle richtig und werde das natürlich in Zukunft nie mehr
in den Zusammenhang stellen. Ich möchte vielleicht noch mal auf einen Redner von G7 kommen. Das war Sir David Attenborough, der ja ein sehr prominenter Umweltschützer ist. Und die britische Regierungsseite zitiert ihn folgendermaßen. Und da zeigt es auch, das zeigt auch, wo die sich ansiedeln, also auf welcher Ebene sie ihre Arbeit sehen. Er sagt, die natürliche Welt ist heute stark eingeschränkt. Das ist unbestreitbar. Unser Klima erwärmt sich schnell, das steht außer Zweifel. Unsere Gesellschaften und Nationen sind ungleich und das ist leider offensichtlich. Aber die Frage, die uns die Wissenschaft im Jahr 2021 aufzwingt, ist, ob wir aufgrund dieser miteinander verflochtenen Fakten kurz davor sind, den gesamten Planeten zu destabilisieren. Wenn dem so ist, dann sind die Entscheidungen, die wir in diesem Jahrzehnt treffen, insbesondere die Entscheidungen der wirtschaftlich fortschrittlichsten Nationen, die wichtigsten in der Geschichte der ganzen Menschheit. Also unterm Strich gesehen kann ich dem gar nicht mal etwas entgegensetzen. Die Frage ist nur einfach, wie man es angeht. Und zweitens muss dieser Panikmodus raus. Wenn Panik und Angst jetzt regieren, dann kommt auch nur Panik und Angst dabei raus und daraus entsteht ein Durchwurstelpragmatismus und ein Aktionismus, der an Blindheit nicht zu übertragen ist. Denn wenn wir tatsächlich unsere Sache auf die wesentlichen Punkte ziehen und uns dann zum Beispiel dann als erstes davon lösen, dass wir dafür keine Zwangsimpfung brauchen oder sonstige Dinge, sondern uns wirklich ehrlich mit den Themen auseinandersetzen und dazu gehören alle an einen Tisch und vor allem erst einmal der Maulkorb abgeschafft, mit dem die Dinge nämlich dargestellt werden. Denn wenn hier dargestellt wird, dass es heißt, es steht außer Frage, dass die Erde sich erwärmt, dann ist diese Frage eben halt trotzdem noch eine Frage und nur eine These. Es gibt nämlich ernstzunehmende Wissenschaftler, die sagen, das ist nicht richtig, sondern es gibt Klimaverschiebungen. Es gibt an anderen Gebieten aber auch Gebiete, wo sich die Erde zum Beispiel überproportional abkühlt. Und diese ganze Geschichte lässt sich in dieser Form gar nicht so darstellen, wie sie hier vom IPCC generalstabmäßig umgesetzt werden. Und solange die Grundfragen nicht gestellt werden dürfen, sondern nur auf der Grundlage von Ideologien Entscheidungen getroffen werden und das Ganze im Rahmen einer geframten Angst, die man eingebaut hat, dann kommt nichts dabei raus, zumindest nicht im Sinne der Menschen. Wenn du die Chance bekommen würdest, König von der Welt zu sein, also es klingt jetzt wie ein Märchen und das ist natürlich auch nicht möglich, aber wenn du jetzt Chef von diesen G7 und G20 und so weiter wärst und eine Agenda vorlegen solltest, wie würdest du jetzt Entscheidungen treffen zum Wohle der ja tatsächlich sehr belasteten Erde? Was wären denn, ich weiß, es ist unvorbereitet, ist auch nicht ganz fair, was ich mache, aber so mal, du kannst ja viel aus der Hüfte schießen. Was wären deine Kernpunkte? Ich schieße ja hier nur aus der Hüfte. Also das wäre für mich ehrlich gesagt ein Idealfall, weil ich würde dann Folgendes tun. Ich würde erst einmal sehen, dass wir tatsächlich alle Medien jetzt mal zusammen an einen Tisch bekommen und dann würde ich gerne mal meine Sichtweise, wie sie im Plan B beschrieben ist, einfach mal auf den Punkt bringen. Wie sind die Umverteilungen der Mächte entstanden? Dann die grundsätzlichen philosophischen Fragen. Wer hat die Erde eigentlich gemacht? Haben die Menschen die Erde gemacht oder haben die Menschen die Erde vorgefunden? Mit welchem Recht dürfen wir die Erde einteilen und als Eigentum bezeichnen? Mit welchem Recht dürfen wir einen Aderlass machen, Gold, Silber und Platin aus der Erde holen, daraus irgendwelche Barren backen und die dann in einen Eisenschrank zu legen, nur um zu sagen, wir haben sie und sind damit reich? Mit diesen Grundfragen würden die Manifeste dieser Welt völlig erschüttert werden. Und wenn ich dann erklären würde, aus meiner Sicht, und zwar nicht als Diktator, sondern als König in diesem Fall, dass ich sagen würde, ich sehe die Sache der Umverteilung folgendermaßen und würde bei der Gelegenheit die gesamten Deep State Strukturen und diesen Sumpf im Rahmen meiner Kenntnisse versuchen offen zu legen und wirklich dann auch trocken zu legen, indem alle Menschen jetzt unter meiner Führung natürlich gezwungen wären, diese Probleme dann gemeinsam anzugehen. Ich bin sicher, wenn die Menschen in großen Stückzahlen wüssten, dass sie hungern müssen, dass sie leiden müssen, dass sie Schwierigkeiten haben und durchs Leben gehetzt werden, aufgrund der Tatsache, dass es im Hintergrund Machtsysteme gibt,
im Rahmen dieser NGOs, wie sie sich heute zeigen, die ausschließlich diese Mehrwertschaffung der Menschen absaugen, wie ein großer Staubsauger, spätestens dann würde sich die Situation in eine völlig neue wandeln. Du hast jetzt die Frage beantwortet eigentlich mit deiner Kritik am System. Meine Frage lautete aber, was würdest du konkret tun und entscheiden? Ja, okay, die Kenntnis ist das Erste, dass man weiß, wie es läuft. Das, was die Menschen brauchen, ist eine Bildung im Sinne einer wirklichen Weiterbildung, nicht Einbildung, wie wir es heute an den Universitäten lernen. Wir nennen es auch noch Ausbildung, es ist ja aus mit der Bildung, sondern indem wir die Prinzipien des Lebens wiedererkennen, die Gesetze der Natur wieder verstehen und dann auch wieder zurückkommen auf Regionalprinzipien, regionale Menschengruppen, die leben in Völkern, in Dörfern, in Sippen. Und das klingt jetzt irgendwie so altbacken oder irgendwie völlig abgehoben oder theoretisch. Nein, das lässt sich ganz schnell regeln. Die Menschen haben ein Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören. Sie haben auch das Bedürfnis, zusammenzuhalten. Und sie brauchen auch irgendwie eine Abgrenzung mal nach außen. Dieses pauschale Durchbügeln durch die Menschen und sagen, wir sind alle gleich, ist absurd. Es tut mir leid, ein Spatz und ein Adler sind zwar beide Vögel, aber sie sind nicht beide gleich. Und alle Menschen sind auch nicht alle gleich. Gleichberechtigt, ja. Wenn wir diese Formierung wiederfinden, dass die Leute ihre Wurzeln zum Leben, zu den Gesetzen zur Natur und damit auch zu den Völkern wiederbekommen und dann die geistige Ebene neu entdecken, dann würden sie ganz schnell merken, wie schnell es läuft. Und dann ist es ein Selbstläufer, weil wir brauchen dann keine Politiker mehr, wir brauchen dann auch nicht irgendwelche Diktatoren mehr, die uns das erklären, sondern das sind Menschen, die uns ganz eindeutig zeigen, wie es läuft. Die Weisen werden dann die Führung übernehmen, die Gesetze der Natur werden angewandt werden, wie wir es in den Büchern von Im Lichte der Wahrheit von Abdroschin nachlesen können. Das ist die Architektur. Dann wird es keine Frage mehr sein, dass Kinder in eine Kita gehen, sondern die Kinder bei ihrer Mutter bleiben können. Und wenn diese Ultraverreichung und dieser weitere Umverteilungsprozess aufhören würde, und der würde dann sofort aufhören, wäre plötzlich unendlich viel Geld und auch unendlich viele Ressourcen da, um das Leben dann vernünftig neu zu ordnen. Das ist durchaus möglich. Ich muss das natürlich jetzt so in einem Sammelsurium und so oberflächlich ansprechen. Im Plan B sind viele Dinge beschrieben und dann kommen auch die Menschen selbst dazu mit ihren eigenen Ideen und das wird auf der regionalen Ebene laufen. Okay, also, dann haben wir ungefähr eine Vorstellung, wenn du denn dann der König von der Welt wirst, bin mal gespannt. Eine Meldung der Welt am Sonntag lässt im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und zu viel CO2-Ausstoß aufhorchen, nämlich Norwegen, die Niederlande, Belgien und Großbritannien bereiten zum Teil mit Milliardenaufwand die Verpressung großer Mengen Kohlendioxid im Meeresboden vor. Deutschland will diese Möglichkeit auch nutzen. Der Weg dafür wird gerade freigemacht. Also die Bundesregierung will damit auch den Export und die Speicherung des Treibhausgases CO2 im Meeresboden außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets möglich machen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür werden bereits angepasst. So die Welt am Sonntag unter Berufung auf das Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsministerium. Und mit Blick auf den Transport von CO2 ins Ausland und dessen Speicherung dort, plane die Bundesregierung die Ratifikation des geänderten Artikel 6 des London-Protokolls, teilte das Umweltministerium mit. Damit werde der grenzüberschreitende CO2-Transport zwecks Speicherung im tiefen Untergrund unter dem Meeresboden ermöglicht. Andreas, ist es jetzt wie die Schildbürger damals, die in Säcke das Licht gepackt haben, die Säcke zugeschnürt haben und ins Rathaus gebracht haben, um mehr Licht ins Rathaus zu bringen? Oder wie kann man das verstehen? Ja, so ist das für mich wirklich einzuordnen. Bei den Schildbürgern war es ja so, die hatten vergessen, in dem Rathaus die Fenster einzubauen. Deshalb war es stockdunkel drin. Und dann haben die gesagt, wir müssen das Licht reinbringen und sind dann mit Säcken rausgegangen, haben das Licht in die Säcke gepackt und sind dann rein in den Raum und haben das Licht dann aus den Säcken wieder ausgeschüttet und haben sich dann gewundert, dass es nicht hell wurde. Das ist wirklich für mich
atemberaubend, was hier erwachsene Menschen sagen. Wir sehen hier eine Abrichtung, aber das haben wir in allen totalitären Systemen immer gehabt, dass auch die Hochausgebildeten mitgespielt haben in der Wissenschaft, in der Medizin, in der Physik und in allen. Wir haben da selbst eine interessante Geschichte, auf die man zurückblicken kann, die uns eigentlich Anlass geben sollte, dass sich so etwas niemals wiederholt. Auch das waren Leute mit Doktor- und Professorentitel. Und heute stehen wir wieder da, anstatt zu sagen, wie können wir unser Geld jetzt dafür nutzen, eine Renaturierung dieser Welt in Gang zu setzen, das Geld zu nutzen, zum Beispiel, um in Brasilien die Wälder wieder aufzustocken und diese Massenvernichtung der Wälder dort eben zu unterbinden. Denn das ist die Lunge, von der die gesamte Welt partizipiert. Die Lunge dort in Brasilien, die wirkt auch auf Deutschland, auf China und überall. Aber diese Absurdität ist wirklich kaum zu fassen. Die Lungen werden ja gerade überall abgeholzt, ja, weil ja so ein großer Holzmangel entstanden ist. Da gibt es riesige Lieferengpässe. Aber Andreas, ich habe noch mal eine andere Frage. Ich bin da wirklich, das sind nicht meine Fachgebiete. Aber was passiert denn mit unserer Erde, wenn wir CO2 in den Meeresboden hineinzupressen versuchen? Gibt es da geologisch-physikalische Erkenntnisse, was das für Folgen haben kann? Also ich habe mich nicht damit beschäftigt, wie Sie das nun genau machen wollen, aber ich sehe da überhaupt kein Problem, außer dass der Meeresboden wahrscheinlich dann mit einer gigantischen Unterwasser-Pflanzenwelt beglückt sein wird. Denn CO2 ist ein ganz wichtiger Bereich, den man braucht, um für Pflanzen überhaupt richtig produktiv wachsen zu können. Es werden ja sogar Pflanzen in Gewächshäusern mit CO2 begast, weil sie damit wesentlich besser darstellen. In dem Moment, wenn der CO2-Gehalt sich erhöht, dann wachsen die Pflanzen besser, die Ernten werden größer, die neue Wälder entstehen übrigens von alleine an der Stelle. Und ich sage ganz ehrlich, die Natur wird es richten. Wir können uns wirklich darauf konzentrieren, stattdessen unsere Industrialisierung dahin zu gehen, dass sie bedarfsgerecht eingesetzt wird, auch damit reduziert werden muss. Die Verschleuderung von Ressourcen und von Energien sind nicht zu rechtfertigen, aber das findet gar nicht statt, sondern es finden irgendwelche absurden neuen Märkte statt. Das sind neue Märkte, die da stattfinden, denn es gibt wieder welche, die dieses CO2 da reinpressen. Dann gibt es Exportunternehmen, die das Ganze dann quasi in irgendeiner Form umsetzen. Das ist, wie man irgendwann mal gesagt hat, wir verkaufen jetzt Kubikmeter in Luft und nennen es CO2-Zertifikat. Das heißt, wenn man nichts mehr hat, was man verkauft, dann erfindet man Märkte und teilt den Himmel in Kubikmetern ein. Und der Himmel ist ja ziemlich hoch und da kann man ganz viel Kubikmeter CO2-Zertifikate von machen und verkaufen. Es ist wirklich kaum auszuhalten. Ja, und die Epoch Times beruft sich hier auf einen Artikel vom Gatestone-Institut und da heißt es, während also jetzt die großen Köpfe der Welt sich zusammentun, um Kohle einzusparen und CO2 unter den Meeresboden zu pusten, hat China mehr Kohle seit 2011 verbraucht als der Rest der Welt zusammen. Und im neuen Fünfjahresplan steht auch nichts davon, die Emissionen zu reduzieren. Obwohl das Land der weltweit vorherrschende Klimaverschmutzer ist, vermarktet es sich als Champion der Umwelt, heißt es. Peking versuche offenbar keine Verantwortung zu übernehmen, indem es sich als sich entwickelnde Wirtschaft definiert, obwohl es die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Und vielleicht ein paar Zahlen noch dazu. Also, das kommunistische China baute im Jahr 2020 mehr als dreimal so viel neue Kohlekraftkapazität wie alle anderen Länder der Welt zusammen. Das entspricht mehr als einem großen Kohlekraftwerk pro Woche. Auch stiegen im Jahr 2020 Chinas CO2-Emissionen um 1,5%, während die der meisten anderen Länder zurückgingen. Obwohl sich die Welt im Jahr 2020 von der Kohle zurückzog, wurden die Abschaltungen durch Chinas neue Kohlekraftwerke übertrumpft. Ja, man muss hier natürlich eines auch mal ein bisschen zur Differenzierung beitragen. Ich glaube nicht, dass China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, sondern die größte Volkswirtschaft der Welt. Wenn wir es nämlich auf die physische Ökonomie beziehen. Wir dürfen nicht vergessen, USA gilt als größte Volkswirtschaft der Welt, aber der größte Teil der Volkswirtschaft findet auf dem Finanzplatz statt. Das heißt, da wird gar nichts produziert, da gibt es keine Fabriken, sondern da werden Gelder von links nach rechts geschachert und es werden durch Spekulationen
Aktionen die größten Gewinne eingefahren, ohne dass in irgendeiner Form ein Stromnetz aktualisiert wird, die Brücken repariert werden oder sonstige Dinge und auch produziert wird, außer auf Halde vielleicht Autos, die dann in Texas stehen, auf Quadratkilometer großen, hunderte von Quadratkilometer großen Flächen, wo Neufahrzeuge dann stehen, bis sie irgendwann wieder verrotten, weil sie keiner mehr kauft. Das ist ein Hauptproblem. Wenn wir uns die chinesische Schadstoffemission, und man nennt diese CO2-Emission ja Schadstoffemission, ich bleibe da in dem Wording, diskutiert, dann müssten wir natürlich auch den industriellen Output dagegen stellen. Das heißt, was haben sie tatsächlich produziert im Verhältnis zur CO2 und nicht, wie viel haben sie einfach nur an CO2 produziert. Denn wenn wir sehen, dass alle Walmarts beispielsweise in Nordamerika voll sind mit chinesischen Waren und die Amerikaner und die Kanadier in großen Stückzahlen zum Beispiel und überall auf der Welt chinesische Waren auch genutzt werden, dann ist es logisch, wenn dort die größten Produktionseinheiten sind, dass dort auch am meisten CO2 stattfindet oder am meisten Schadstoffe auch verbrannt werden. Also hier muss man erstmal ein bisschen differenzieren, aber nichtsdestotrotz bleibt die Frage offen, können wir der Welt das weiterhin antun? Das sind wichtige Fragen, aber dieses mit dem Finger auf das eine Land zeigen, auf das andere Land zeigen, das ist keine Frage von Nationen, sondern von Effizienzen. Sprach der Profi-Experte Andreas Popp. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass in Deutschland die Photovoltaik, also die Solaranlagen auf den neu zu erbauenden Häusern Pflicht werden sollen. Dagegen spricht sich jetzt das Handwerk aus. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, der Mann heißt Hans-Peter Wollseifer, sagte gegenüber der Funke Mediengruppe, dass also wörtlich, ich halte nichts von derartigen Verpflichtungen, somit auch nichts von einer Solaranlagenpflicht. Wir müssen motivieren, nicht regulieren. Und er forderte Technologieoffenheit ein und er sagt, Photovoltaik ist nicht das Nonplusultra. Vor allem aber bezweifelte er, dass man über Zwang die Klimaziele erreichen kann. Beim Wasserstoff etwa erprobe das Handwerk konkrete Anwendungen, etwa an Heizungen oder Wasserstofftanks in Autos. Da sagt er, da sind wir die Tüftler, die konkrete Innovationen überhaupt ermöglichen. Dabei könnte das Handwerk eigentlich auch von strengeren Klimavorgaben profitieren, denn immerhin sind es Handwerker, die Solaranlagen überhaupt erst installieren. Aber das alles schiebt man weg und sagt, das wollen wir nicht. Das ist alles viel zu einseitig und klare Absage. Das heißt, diese Klimaziele der Regierung sind ja auch mit diesen ganzen Institutionen nie abgestimmt worden, sondern sie werden erlassen. Ohne Frage danach, ist sowas überhaupt möglich? Ja, also ich möchte da ein bisschen vorsichtig sein, weil ich weiß, dass ganz viele mit den Photovoltaikanlagen eine ganz klare Richtung verfolgen und ich finde das auch grundsätzlich ganz gut. Und wenn wir uns mal angucken, dass die CO2-Bilanz dieser Photovoltaikanlagen nicht besonders günstig ist, aber das spielt auch wirklich gar nicht keine ganz große Rolle, wenn man die menschengemachte Klimawandel-Hysterie auch etwas anders erkennt. Das Problem ist, dass hier eine Verpflichtung eingebaut werden soll. Und ich habe dann beispielsweise ein Haus stehen. Ich denke, ich war mal in Wallgau. Da gibt es dann zum Beispiel Berge und da gibt es ein Tal dazwischen, ein wunderschöner Ort und in Deutschland. Und dort sind zum Beispiel auch viele Schatten immer wieder da, wenn man in bestimmten Bereichen sitzt. Und wenn ich dann in einem Bereich bin, wo viele Schatten sind und wo sich eine Photovoltaikanlage überhaupt nicht lohnt, wenn man überhaupt von Lohnen sprechen kann, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Diese Vorgaben von staatlicher Seite sind das eigentliche Problem. Der Mensch in seiner Entscheidungsfreiheit wird an allen Ecken gegängelt. Jetzt soll er kein Häuschen mehr haben und wenn er ein Haus hat, dann mit Voltaikanlagen und dann werden Vorgaben gemacht, wie die Wände zu sein haben und was auch Dämmmaterialien und. Alles sind Vorgaben, die den Menschen die Freiheit, die Individualität vermiesen sollen. Das ist aus meiner Sicht das, was dahinter steht und nicht mehr. Leider. Wir sollten uns langsam dem Thema Umweltschutz widmen und nicht nur diesen ganzen Mechanismen der Entwürdigung. Ja, dem echten Umweltschutz. Ja. Das Portal Agrar heute berichtet ja immer über das Leben der Landwirte und Bauern. Und hier heißt es in einem gestern erschienenen Artikel, die Klimaziele der ehrgeizigen Regierungen, das ist von mir eingeschoben, kosten viele Bauern die Existenz.
Ist das gewollt, fragt man hier. Und zur Erklärung heißt es, dass im Mai die Klimaziele der Bundesregierung noch einmal deutlich verschärft wurden. Die Landwirtschaft kam dementsprechend nicht ungeschoren davon. Das Problem ist jedoch, die Industrie und der Verkehr können durch neue Technologien die verschärften Einsparziele möglicherweise erreichen. In der Landwirtschaft ist das aber kaum möglich, ohne dass man gravierend in die Produktion und die Strukturen eingreift. Und das verdeutlicht auch die Entwicklung der letzten Jahre. Konkret heißt es, diese hohen Einsparziele sind eigentlich nur auf zwei Wegen möglich. Zum einen durch einen beschleunigten Ausstieg von Landwirten aus der Produktion. Also wenn das mal das Ziel wäre, zum anderen auch durch die drastische Reduktion der Tierbestände. Natürlich bringt auch die durch die neue Düngeverordnung erzwungene Reduzierung des Mineraldüngereinsatzes Einsparungen bei den Emissionen, allerdings dann auch bei den Erträgen und auch bei den Einnahmen. Und es heißt also, gerade die Tierhalter werden von zwei Seiten in die Zange genommen. Auf der einen Seite drücken die explodierenden Produktionskosten in Verbindung mit der alles verteuernden CO2-Steuer auf die Margen. Auf der anderen Seite machen die immer höheren Auflagen zum Tierwohl, die auch Sinn machen, und zum Emissionsschutz, auch bei Gülle und so weiter, den Bauern das Leben schwer. Die dafür nötigen Investitionen können die kleinen Betriebe kaum noch stemmen. Ja, und ich glaube, das ist doch das ganz klare Ziel. Wir sehen hier eine weitere Linie der hybriden Kriegsführung in Richtung einer Einweltregierung. Es soll das Finanzsystem weltweit geregelt werden. Die Versorgung der Menschen mit Ernährung soll zentral gesteuert werden. Und so kann man dann auch entscheiden, wer besonders satt wird und wer ein bisschen mehr Hunger hat oder wer dann gar nichts mehr zu essen bekommt. Und regionale Strukturen, in denen die Menschen sich selbst versorgen, sind unerwünscht, weil die führen zu einem Selbstbewusstsein, zu freidenkenden Menschen, die verwurzelt sind und ein Wort wie Heimat noch schadfrei aussprechen können, ohne dabei in eine Nazi-Verdacht-Moment reinzulaufen. Das sind genau die Situationen, die wir hier haben. Und würden wir beispielsweise nicht diese großen administrativen NGOs und der entsprechenden Parlamente, die EU gehört ja auch dazu. Stellen wir uns mal vor, wir hätten wieder nationale Parlamente und würden in Frieden, mit Freundschaft, mit unseren europäischen Nachbarn leben, so wie früher. Jeder mit einer eigenen Währung beispielsweise, mit Auf- und Abwertungsmechanismen. Das würde sofort zu einem größeren Wohlstand führen. Und die Gelder, die man alleine in der EU einsparen könnte und in all diesen Dingen, könnte man stattdessen lieber nutzen, um damit den Landwirten die Möglichkeit zu geben, mehr Geld für ihre Erzeugnisse zu bekommen. Und dann hätten sie auch die Möglichkeit, tierhumanere oder ich meine artgerechte der Tierhaltung zu halten. Und wir könnten auch auf diese gesamten Manipulation der Genmanipulation verzichten. Wir wären durchaus in der Lage, uns aus natürlichen Vorgaben, die uns diese Schöpfung hier mitgegeben hat, uns komplett zu ernähren. Aber wenn das gesamte Geld abgezogen wird und überall dann noch diese entsprechenden Administrationen eingebaut werden, die auch noch zusätzlich das Geld über die Verwaltung abgreifen, dann bleibt natürlich für diejenigen, die arbeiten und diejenigen, die konsumieren wollen, irgendwann nichts mehr übrig. Das ist diese Gefügigkeitsmachung einer Clique, die sich gebildet hat, unterhalb der NGOs bis hin zu den Abgeordneten, die ihr volles Salär zum Beispiel weiter als Bundestagsabgeordnete 709 erhalten, obwohl sie eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben. Und da wir nun gerade beim Thema Landwirtschaft sind, kommen wir zu einem der größten Landwirte der Welt. Und der Mann heißt Bill Gates. Und es ist eine Meldung von Business Insider, die am Wochenende veröffentlicht wurde. Nämlich, wenn ihr zu McDonald's, sagen wir immer, aber das soll man hier so öffentlich nicht sagen, also wer zu McDonald's geht und Pommes isst, der unterstützt Bill Gates. Denn Bill Gates besitzt so riesengroßes Farmland und die Kartoffeln, die bei McDonald's verkauft werden, stammen zum größten Teil von seinen Feldern. Und hier heißt es, Bill Gates ist der größte private Ackerlandbesitzer in den USA. Und auch NBC hat darüber berichtet, über seine Kartoffelfelder und die McDonald's Pommes.
Unter Berufung auf Daten von The Land Report und eigenen Recherchen berichtet auch NBC, dass eben die Kartoffeln auf Feldern im Bundesstaat Washington angebaut werden, die so groß sind, dass man sie vom Weltraum aus sehen kann. Gates besitzt, wie es hier heißt, 269.000 Hektar Ackerland in 18 Bundesstaaten. Das sind die aktualisierten Zahlen von NBC. Und auf Nachfrage, man hat dann bei Bill Gates und auch bei McDonald's versucht, Kommentare zu bekommen zu dem Thema, hat sich niemand gemeldet mit einer Antwort. Die The Land hatte zuvor berichtet, dass das Farmland von Bill Gates in den USA sowohl direkt als auch über seine Investmentgruppe Cascade gehalten wird, die vor kurzem in eine Untersuchung gekommen ist von der New York Times, in der es dann über die Recherchen der Scheidung von seiner Frau Melinda ging. Und in diesem Zuge wurde sein Landbesitz genauer unter die Lupe genommen. Ja, und dann wird auch ein bisschen berichtet, wie reich die Frau Gates oder French Gates, wie sie heißt, sein wird, wenn die Scheidung durch ist. Andreas, Bill Gates, der größte Kartoffelbauer der USA. Das ist ja wieder ein neues Image. Ja, es ist ja so, dass gerade im World Economic Forum und auch bei den sogenannten Philanthropen, die wir immer wieder hören, genau dieser Ultrareichtum angezweifelt wird und wir endlich in eine menschliche Politik gehen sollten. Und die Menschen sollten kein Eigentum mehr haben, sondern sie sollten ohne Eigentum glücklich werden. Und hier sehen wir einen Bill Gates, der sich gerade mit Eigentum noch weiter vollsaugt, als es jemals der Fall war. Und in diesem Fall auch maßgeblich für die Versorgung der Menschen zuständig ist. Das heißt, man kann zum Beispiel in Zukunft dann eventuell sagen, wer sich nicht impfen lässt, der kriegt auch nichts mehr zu fressen. Also um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen hier. Und wenn wir wissen, dass Bill Gates auch ein großer Anhänger von Genmanipulation ist und von alternativen genmanipulierten Fleischstrukturen und was er da alles machen will, also sich von den Schöpfungsgesetzen und von den Gesetzen der Natur komplett abgewandt hat. Ich bin auch dafür, dass wir endlich in eine humanere Weltlage reinkommen. Und das bedeutet, dass der Vegetarismus die Zukunft sein wird. Aber wir werden in der Lage sein, mit regionalen Strukturen uns selbst alle zu versorgen. Das geht trotz der vielen Menschen. Wir sind gar nicht zu viele auf dieser Erde. Wir sind einfach nur zu blöd. Das ist der ganze Punkt. Wir lassen uns nämlich einfach gängeln von Leuten, die uns sagen, das geht alles nicht. Und das ist die Obrigkeitshörigkeit, vor allem eben auch an die wissenschaftliche Fakultät, und die ist eben zu einem großen Teil sehr stark eingefärbt worden durch die entsprechenden Machtstrukturen genauso. Und das zeigt sich wirklich wie ein roter Faden. Andreas, es ist ja weltweit, vor allem in diesen großen Industrienationen wie USA, Kanada, auch in der EU inzwischen gang und gäbe, dass eben auch Kartoffeln genmanipuliert sind. Und das dürften auch die großen Kartoffelfelder bei Bill Gates sein. Und man weiß, wenn man heute in den Fastfood-Ketten Chips oder Pommes isst, dass die meistens genmanipuliert sind. Hältst du es für möglich, dass das einer der Gründe von Gates gewesen ist, sich der Kartoffelproduktion hinzugeben, um möglichst viel genmanipulierte Lebensmittel unter die Leute zu bringen? Naja, das Problem ist ja, es herrscht ja das Dogma bei diesen Menschen, dass wenn man eine Genmanipulation durchgeführt hat mit Erfolg, dass man darauf ein Patent anmeldet. Und wenn man dieses Patent hat, hat man ja auch die Rechte auf diese Kartoffel. Und wenn dieses Patent sich irgendwann alleine weiter verbreitet, das heißt diese Manipulation, das sehen wir ja, dass beispielsweise genmanipulierte Acker neben einem natürlichen Acker liegen, der noch ganz normal nach alten Mechanismen seinen Ackerbau betreibt, und dass dann beispielsweise die genmanipulierten Samen von Monsanto zum Beispiel rüberfliegen dann auf einen Ökoacker, und jetzt kommt plötzlich Monsanto und sagt, wir fordern dafür ein Geld und eine Gebühr, weil wir haben das Patent auf Nahrungsmittel. Es gibt ja welche, die haben sogar Patent auf hybride Schweine oder sonstige Dinge. Es ist ja so perfide, dass man sich hätte gar nicht vorstellen können, wo wir mal landen werden, dass Menschen da diese Macht haben über diese Ernährungsmittel. Es geht einzig und allein, das kann man eindeutig ableiten,
um die Welt macht, so wie es 2011 Frau Merkel schon auf dem katholischen Kirchentag, glaube ich, oder evangelischen Kirchentag bekannt gegeben hat. Das sind ja, also die Quellen sind Frau Merkel, das ist Herr Gates, das ist dann Herr Schwab. Also es sind ja nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, sondern das sind diejenigen, die tatsächlich in der Macht sind und im deutschen Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen auftreten. Nun, wenn wir wissen, dass Bill Gates ja auch Anteile von Monsanto hält, also das ist ja dann an Bayer verkauft worden, aber dass sein großes Ziel eben auf der einen Seite Genmanipulation von Lebensmitteln ist, auf der anderen Seite hat er ja auch schon und das immer wieder geäußert, dass die Bevölkerungsdichte auf der Welt, vor allem in den armen Gebieten, zu groß ist und dass man dieses Problem irgendwie lösen müsste. Er besitzt eben Millionen von Monsanto und auch von Cargill-Aktien. Dann ist es dann eine Verschwörungstheorie, wenn man da eins und eins zusammenzählt? Nein, mit Sicherheit nicht. Also wenn man sich die Geschichte von Bill Gates selbst ansieht und dabei auch weiter zurück in die Geschichte und den Guttenhof-Kalergi-Plan beispielsweise sich ansieht, wo es darum geht schon, dass die Überbevölkerung in irgendeiner Form in den Griff bekommen sein sollte. Das wäre durchaus möglich. Durch Bildung zum Beispiel entwickeln sich automatisch Regularien auch der Weitervermehrung. Aber daran ist man nicht interessiert, dass die Menschen eigenverantwortlich denken, gebildet werden, sich selbst bilden können und das Ganze noch in Verbindung mit dem Rahmen unserer Naturgesetze, wie uns diese die Schöpfung vorgibt. Ich muss da immer wieder darauf hinweisen, aber ohne diese Schöpfungsthematik und ohne das Prinzip des Lebens verstanden zu haben, können wir nichts ändern. Das ist ganz wichtig und ganz logisch und ganz sachlich einfach nur ermittelbar. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist es das Problem. Nein, wir sehen hier ganz eindeutig eine Abrichtung der Menschen zu mehr oder weniger, es sind nicht nur zombifizierte Firmen, es sind auch zombifizierte Menschen, die da mittlerweile hinterherlaufen und das sind die Auswirkungen, die wir haben. Ja, und währenddessen gibt es neue aktuelle Meldungen, die besagen, dass es Preisexplosionen bei Agrarrohstoffen gibt, dass die Lebensmittel knapp werden, dass die Lebensmittel teurer werden. Auch das ist ja von Herrn Schwab prophezeit worden. 40% höher lagen die Preise für Agrarrohstoffe als vor einem Jahr, meldet Agrar heute. Das hat Folgen für die Versorgung, es hat Folgen für die Inflation. Das berichtet auch übrigens die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen. Im Mai 2021 wurde zudem auch der stärkste monatliche Preisanstieg seit über einem Jahrzehnt verzeichnet, nämlich 4,8%. Heißt das, Bill Gates auch davon ja dann mit seinen Kartoffeln profitiert? Ja, natürlich. Bill Gates partizipiert sowohl von diesem Preisanstieg der auch der genmanipulierten Kartoffeln, genauso vom Roundup von Monsanto, wie wir gerade festgestellt haben, eins der größten Vergiftungsmittel dieser Erde, der auch dazu beiträgt, dass Bill Gates immer noch ein bisschen reicher wird, weil er nämlich in Umweltgifte und in Zerstörung dieser Umwelt im großen Maßstab investiert. Das sind die Dinge. Und was ich mich jetzt frage, ist ganz einfach, wo bleiben die gesunden Menschen auch in der Politik? Es gibt doch auch viele Leute, Abgeordnete, die dort sitzen, die ja nicht alle dumm sind. Das kann man ja nicht wirklich sagen, sondern sie sind wahrscheinlich auch gehemmt und stehen offenbar unter Druck. Ich kann es nicht mehr anders argumentieren. Aber wenn ich weiß, dass wir Stilllegungsflächen haben, was ich immer wieder sage, in Mecklenburg-Vorpommern und da gibt es ein sehr gesundes, fruchtbares Land und man mit Regionalprinzipien dort sofort wieder ökologischen Ackerbau betreiben könnte, Deutschland und auch über Deutschland hinaus, könnten wir die Völker dort mit einer gesunden Nahrung und nicht mit Füllstoffen, sondern mit einer gesunden Nahrung aus meiner Sicht versorgen, aber dazu müsste man das eben machen. Stattdessen stehen da irgendwelche Versuchsacker, auch wieder von Monsanto, auch wieder mit irgendwelchen Genmanipulationen oder auf dem Rest steht Raps und da gibt es dann Stilllegungsflächen, die dürfen aber dann von den Bauern nicht genutzt werden, um die Völker dort vor Ort oder auch außerhalb des Ortes durch Exporte mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Absurdität ist ganz deutlich. Ja, und dann kommt noch eine Meldung hier zum Schluss. Wir sind auch gleich durch. Und zwar droht ein Versorgungskollaps, was die Getränkeversorgung beispielsweise angeht, meldet die Welt.
Und zwar, weil wir nicht genügend Lkw-Fahrer haben. Ausgerechnet im Sommer ist die Versorgungssicherheit mit Getränken, vor allem auch Bier, gefährdet. Es fehlen Zehntausende Lkw-Fahrer und schon bald könnten Kneipen und Biergärten, die gerade wieder öffnen konnten, ein missliches Szenario erleben, heißt es hier. Es fehlen insgesamt zwischen 45.000 und 60.000 Berufskraftfahrer in Deutschland, sagt der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, sagt auch der Bundesverband Spedition und Logistik. Das haben die gemeinsam berechnet. Und es soll in den kommenden Jahren noch weitaus schlimmer werden. Die Internationale Straßentransportunion prognostiziert in der jüngsten Studie eine Lücke von 185.000 Fahrern in Deutschland bis zum Jahr 2027. Trucker ist also jetzt schon ein Mangelberuf und in den kommenden Jahren noch mehr. Ja, und da fragt man sich, wo jetzt die Marktwirtschaft bleibt. An der Stelle könnte man doch jetzt einfach sagen, wenn wir eine Riesennachfrage haben, aber kein Angebot an Fahrern, dann müsste man die Preise erhöhen. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich dann Fahrer finden würden. Nun können aber die Preise nicht erhöht werden, weil die Menschen sich so schon die Preise für die Produkte nicht mehr leisten können, weil die gesamten Gelder ja immer wieder umverteilt werden auf dem Markt der Spekulation. Da liegt die Ursache. Und diese gesamten Mistdinge, die wir hier sehen, die führen natürlich dazu, dass es irgendwann zu einer massiven Unterversorgung kommt. Und ich kann hier an der Stelle nochmal dringend sagen, sorgt dafür, dass ihr zumindest in der Lage seid, Wasser zu haben. Sorgt dafür, dass ihr mit einem Wasserfilter in der Lage seid, euch in Notfällen tatsächlich auch das Wasser wieder frisch zu machen, was man aus Pfützen oder aus Flüssen ziehen kann oder aus irgendeinem kleinen See oder Bach. Das kann man dann wirklich sauber machen, ohne dass da Krankheiten drin sind, falls da mal Ausfälle drohen. Und achtet auch darauf, dass ihr genügend Möglichkeiten nutzt, im kleinen Maßstab zumindest ein bisschen Gemüse anzubauen. Und wenn es zu Hause auf der Fensterbank ist, denn das sind die Vitamine, die nachher wirklich sonst fehlen. Es geht nicht nur um satt werden, sondern es geht auch um die Mineralien und die Vitamine, die der Körper wirklich braucht. Also achtet immer darauf, dass ihr an der Stelle gut aufgestellt seid. Ja, und wenn man das vielleicht auch tatsächlich ins Auge fasst, dass man sich selber versorgen kann, denn das klingt nicht gut hier. Es geht hier nicht nur um Bier, es geht um alle Getränke, es geht natürlich auch um das Thema Wasser. Dem werden wir uns auch mal in der nächsten Zeit etwas zuwenden, denn das Problem der Rechteverteilung des Wassers, das ist noch mal ein ganz anderes. Es gibt ein sehr gutes Video, eine DVD über das Thema Wasser. Das ist von freien Journalisten gemacht worden. Das werden wir euch auch mal einstellen. Und Andreas, da sitzen ja die großen Konzerne auf dem Wasserthema drauf, enteignen auch Völker, arme Länder und so weiter und füllen das Wasser in Flaschen und verkaufen es in Plastikflaschen für viel Geld. Auch hier ein Riesenthema der Ungerechtigkeit. Leider wurde auf dem G7-Gipfel darüber nun ausgerechnet nicht gesprochen. Ja, es sind Konzerne wie Nestle oder auch Coca-Cola. Coca-Cola hat in Indien, glaube ich, einen ganzen Fluss gekauft und verzichtet momentan noch darauf, die Schifffahrt, die da drauf ist, die mit entsprechenden Gebühren zu schonen, die man dann zu zahlen muss, dass man die überhaupt dann nutzen darf, sogenannte Mautgebühren, die dann fällig werden. Und hier geht es auch darum, bei Nestle und anderen großen Konzernen, die das Wasserrecht selbst haben. Natürlich ist es so, wenn jemand Wasser liefert. Das Wasser hat uns die Natur zur Verfügung gestellt, aber derjenige, der Wasser in Flaschen füllt und dann bringt, oder beispielsweise ein Versorgungswerk, welches Wasser durch die Leitungen transportiert, dass es bei mir aus dem Wasserhahn rauskommt. Dass diese Leistung bezahlt werden muss, ist völlig klar. Aber dass es Rechte an dem Wasser selbst gibt, das ist dann eben halt die große Schwierigkeit. Und jetzt kriege ich auch Be Schwierigkeiten mit dem Thema Eigentumsrechte. An der Stelle müssen wir eine Grundsatzdiskussion führen. Ich reite da immer drauf rum. Es ist mir wirklich selbst schon langsam unangenehm. Aber das ist wichtig, dass das eben immer wieder auf den Plan kommt. Was dürfen wir eigentlich als Eigentum haben? Und was dürfen wir dankbar nutzen, weil es uns die Natur kostenfrei zur Verfügung stellt und wir dementsprechend damit auch umzugehen haben? Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Trucker, auf die Brummifahrer kommen. Warum gibt es jetzt auf einmal so wenig Brummifahrer?
Es wird hier von einem Branchenexperten erläutert. Markus Rütters heißt der Mann und ist der Geschäftsführer der deutschen Getränkelogistik. Er sagt, aufgrund der Lockdowns in vielen Branchen wie Automobil, Textil oder bei den Baumärkten gab es deutlich weniger Transporte. Etliche Fahrer wollen aber nicht in Kurzarbeit sein. Sie sind dann in andere Branchen oder sogar in andere Berufe abgewandert. Und er sagt, wir sind skeptisch, dass die wieder zurückkommen in ihren alten Beruf. Das werde zu steigenden Frachtraten und Laderaumknappheit führen. Also auch hier sind Lieferengpässe vorprogrammiert. Liegt auch daran, dass der Bruttolohn für einen Lkw-Fahrer bei rund 2.500 Euro liegt. Und wenn man sich das vorstellt, was diese Leute auf sich nehmen müssen, auch Trennung von der Familie, lange Arbeitszeiten, ungeregelte Möglichkeiten, übernachten zu können. Dann kamen diese ganzen Testereien jetzt dazu. Und tja, das ist natürlich ein wirklich schwieriges Gebiet. Ich dachte, es ist vielleicht wichtig, dass wir es thematisieren, damit derjenige, der ein bisschen vorsorgen will, das auch tun kann. Ja, da zeigt sich die Fratze des Systems. Ein Investmentbanker, der anderer Leute Geld Gassi führt und regelmäßig vernichtet, der wird mit Millionen Abfindungen versorgt und bekommt Bonis ohne Ende. Und diejenigen, die für die Versorgung der Menschen zuständig sind oder Altenpfleger, die sich um die alten Menschen kümmert, und wir werden alle irgendwann einmal alt und brauchen eventuell einen solchen Menschen, die können sich nicht mal eine Wohnung leisten in dem Ort, in dem sie arbeiten. Das ist die Welt, in der wir leben, und die wird nicht diskutiert. Stattdessen diskutieren wir ausschließlich einen menschengemachten Klimawandel. Aber diese alte Welt, wir beobachten den Zusammenbruch. Ich meine, dieser Podcast dient ja auch mehr oder weniger dazu, so zu begleiten, stabil durch den Wandel. Wir sind im Wandel und diese Dinge werden immer erkennbarer. Sie werden diskutiert, sie fliegen auf und irgendwann wird es sicherlich noch Ereignisse geben, mit denen so gar keiner rechnet. Und die Welt wird umgestellt werden. Und deswegen lass uns die Naturgesetze lernen. Auf die kommt es nämlich in der Zukunft an und nicht auf die digitale Identität. Wir hören uns heute beim Abendgebet wieder. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und bleibt fröhlich, geht raus in die Natur, umarmt Bäume. Alles wird gut, trotz der ernsten Themen. Wir sind da gut gelaunt und guter Dinge. Alles Liebe von uns aus Kanada.